Hallo und herzlich willkommen zurück bei Black Mirror Teil 2. Wir befinden uns mittlerweile in Willow Creek, beziehungsweise in Ashbury, vor dem Hotel Gordon's Palace, was früher einmal das Ashbury Sanatorium war. Und wir werden uns jetzt einmal umsehen. Eine schmale, mit Kopfstein gepflasterte Allee führt von hier aus ins Dorf Willow Creek. Hui, der Efeu dürfte mindestens 100 Jahre alt sein. Er ist schon das gesamte Gebäude hochgeklettert. Schade, dass ich nicht heimlich in den ersten Stock kommen muss. Der Efeu wäre ein idealer Leiterersatz. Das behalte ich mal im Hinterkopf. Die Worte Gordon's Palace wurden einfach auf die Markise gedruckt. Billig. Die Markise bietet wenigstens etwas Schutz bei Regen. Trotzdem ist es unangenehm, hier draußen zu stehen, wenn innen beheizte und trockene Räume warten. Na, immer mit der Ruhe, junger Mann. Da hängen drei Flaggen. England, Großbritannien und die Europäische Union. Letztere wurde bestimmt nur wegen der Touristen aufgehängt. Die Flaggen sehen aus, als hingen sie schon seit Jahren dort. Ziemlich dreckig und ausgebleicht. Macht keinen sehr guten Eindruck. Ein großes Vogelbad aus einer Marmorimitation. Es ist mit Wasser gefüllt, aber ich sehe keine Vögel weit und breit. Ob eine Vogeltränke in einem Land, in dem es ständig regnet, Sinn macht? Ich kann nichts Interessantes sehen. Und das Becken ist viel zu schwer, um es zu verschieben. Eine nasse, unbequeme und etwas schäbig aussehende Holzbank, an der langsam die Farbe abblättert. Die Bank ist nass, da setze ich mich nicht hin. Hinter den meterhohen Fenstern liegt die Lobby des Hotels. Ganz schön gewaltig für so ein kleines Landhotel. Es war ja auch früher mal etwas anderes. Ein großer Haufen nasser Blätter. Ein Gärtner muss sie mit dem Rechen vom Rasen zusammengekehrt haben. Der Haufen liegt noch nicht lange hier. Die Blätter außen sind klatschnass, aber etwas weiter innen sehen sie trockener aus. Der Regen hat also noch nicht alles durchnässt. Der Haufen liegt noch nicht lange hier. Ein Wintergarten mit Stahlskelett. Man kann deutlich erkennen, dass er neueren Baujahrs ist als der Rest des Gebäudes. Im Wintergarten stehen einige Tische und Stühle. Ich könnte mir vorstellen, dass er als Speiseraum genutzt wird. Zurzeit ist aber alles wie ausgestorben. Der Eingang von Gordon's Palace. Es ist das einzige Hotel am Ort. Dann gehen wir doch mal rein. Oh, ein neuer Gast. Herzlich willkommen im Gordon's Palace. Mein Name ist Murray. Hallo, ich bin auf der Suche nach einer jungen Frau, die hier abgestiegen ist. Vielleicht haben Sie sie gesehen? Ja, vielleicht habe ich das. Vielleicht aber auch nicht. Wissen Sie, das ist ein verschwiegenes Hotel. Ich kann nicht über meine Gäste sprechen. Also ist sie Gast hier? Wie ich schon sagte, ein verschwiegenes Hotel. Ja, geradezu ausgestorben, möchte man sagen. Zurzeit ist nun mal gerade keine Saison. Es wird auch mal wieder mehr los sein. Dies ist das beste Hotel in Willow Creek und ein Ort mit Geschichte. Dies war einst das Sanatorium des grausamen Robert Gordon, dem Dr. Frankenstein von Willow Creek. Ach ja? Ja, ja. Er war der Onkel von Samuel Gordon, dem wahnsinnigen Mörder. Alle dachten, er wäre ein seriöser Arzt, der saubere Sir Robert. Doch in Wahrheit hat er verbotene Experimente an den Insassen des Sanatoriums durchgeführt. Üble Sache, üble Sache. Und dann dachte jemand, das wäre ein toller Ort für ein Hotel. Natürlich, natürlich. Direkt nach den Morden vor 12 Jahren kamen die Touristen in Scharen, wollten sich alles ansehen. Doch wo sollten sie übernachten? Es gab kein Hotel.
Also habe ich dieses Gebäude gekauft. Die Insassen wurden natürlich direkt nach den Vorkommnissen weggebracht. Einige sind auch abgehauen. Aber auf jeden Fall hatte ich das Haus gekauft. Ich habe es renovieren lassen. Und nun ist es das beste Hotel am Platz. Wie viele Nächte wollen Sie bleiben, haben Sie gesagt? Eigentlich wollte ich nur wissen, ob Sie diese junge Dame gesehen haben. Ihr Name ist Angelina Morgan. Nun, mit Fremden kann ich nicht über Gäste reden. Wissen Sie, der Ruf des Hotels. Verstehe. Und wenn ich selber Gast im Hotel wäre, dann? Dann könnten wir natürlich einen kleinen Plausch darüber halten, wer zurzeit noch ein Zimmer hier hat. Also schön. Ein Zimmer bitte. Für, sagen wir, erstmal für 2 Nächte. Sehr gerne. Macht 90 Pfund. Was ist nun mit Angelina? Ist sie hier? Die junge Dame checkte vor einigen Tagen hier ein. Zimmer 13, direkt neben ihrem, Sir. Allerdings habe ich sie seit gestern Morgen nicht mehr gesehen. Danke. Zimmer 13, das ist hier den Gang runter? Ja, Sir. Sie selber haben Zimmer 12. Sie verstehen natürlich, dass ich sie nicht in das Zimmer der Dame lassen kann. Sie wissen ja, der Ruf des Hotels. Damit bin ich schon mal einen Schritt weiter. Angelina war hier. Vielleicht finde ich Hinweise, was sie entdeckt hat und wem das nicht passte. Übrigens, Murray, den kennen wir ja noch aus Teil 1. Aber ich schaue mich erstmal um. Durch diese schwere Eichentür kommt man nach draußen auf den Parkplatz. Das Wetter hat sich immer noch nicht gebessert. Es regnet die ganze Zeit vor sich hin. Ja, passiert hier, glaube ich, öfter mal. Das ist so ein Ding, mit dem in größeren Hotels die Koffer transportiert werden. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass es hier Pagen gibt. Wenn überhaupt, wurde das Ding vielleicht in den ersten Monaten nach der Eröffnung mal benutzt. Ich möchte wetten, dass es seitdem nicht mehr bewegt wurde. Mary scheint gerade etwas gegessen zu haben. Ich schätze, er ist der einzige Angestellte in seinem Hotel. Also kann er seinen Platz hinter dem Tresen nicht einfach verlassen, um essen zu gehen. Mary scheint gerade etwas gegessen. Das Messer ist noch unbenutzt. Ich pack's ein. Vielleicht kann ich's ja noch gut gebrauchen. Vermutlich ist es Geschirr, das eigentlich für die Gäste bestimmt war. Ich kann da nichts Besonderes erkennen. Eine Flasche mit Schnaps? Vielleicht könnte ich sie mitnehmen, wenn Mary gerade nicht hinsieht. Voila! Eine Flasche mit Alkohol. Ach du Scheiße. Billige Plastikmasken von Samuel Gordon. Messerattrappen mit blutiger Klinge. Und das Schlimmste ist, einigen meiner Mitmenschen traue ich zu, solche Dinge zu kaufen. Und was soll das sein? Aha. Der Original-Seelenschlüssel. Beschwören Sie dunkle Mächte und jagen Sie Ihren Lieben einen Schrecken ein. Leuchtet in 3 verschiedenen Farben. Gruselige Soundeffekte, Höllenspaß. Batterien sind nicht enthalten. Ich fasse es nicht. Bevor ich diesen Plastikmüll aus China kaufe und damit so ziemlich alles Schlechte in dieser Welt auf einmal unterstütze, fällt mir eher die Hand ab. Bevor ich diesen Plastik... Ein Ständer mit geschmacklosen Postkarten für Touristen, wie es scheint. Sie zeigen Bilder aus dem Dorf oder blutige Messer. Hier ist eine mit einer schreienden Frau. Willow Creek. Ich war dort und habe es überlebt. Willow Creek lässt dir das Blut gefrieren. Willow Creek, Heimat der Mörder. Nicht zu fassen. Mit den meisten Postkarten kann ich nichts anfangen. Aber hier... Hier ist eine mit einer gezeichneten Karte der Umgebung. Die Mordschauplätze von vor 12 Jahren sind eingezeichnet. Ich könnte die Karte zur Orientierung benutzen. Ich nehme sie mit. Sehr schön. Ich setze es Ihnen auf die Rechnung. Mit den anderen Postkarten kann ich nichts anfangen.
Schon schlimm genug, dass ich mit dem Kauf der Landkarte Murrays Geldmacherei unterstützt habe. Ein klassischer dunkelbrauner Ledersessel. Die Armlehnen sind etwas abgewetzt. Er hat schon bessere Zeiten erlebt. Aber auf jeden Fall sehr hübsch, finde ich. Zum Ausruhen ist keine Zeit, bis ich Angelina gefunden habe. Ja, ja. Eine ganze Reihe altmodischer Schließfächer. Obwohl sie nur aus Holz sind, dürften sie nur schwierig aufzubrechen sein. Eine ganze Reihe altmodischer Schließfächer. Ein altmodisches Telefon. Vermutlich soll es klassisch sein, aber wenn wir ehrlich sind, es ist alt, mehr nicht. Wen sollte ich anrufen? Angelina hat hier eingecheckt und bewohnt das Zimmer mit der Nummer 13. Mehr kann mir das Gästebuch vermutlich auch nicht sagen. Selbst wenn im Gästebuch etwas Interessantes stünde, würde mir Murray sicherlich keinen Blick erlauben. Der Ruf des Hotels, verstehen Sie? Einer der Schlüssel gehört zu Angelinas Zimmer. Nummer 13 ist es. Aber ich komme nicht an die Schlüssel heran, solange Murray hinter dem Tresen steht. Eine große Zimmerpflanze in einem gewaltigen Blumentopf. Keine Ahnung, was das für eine ist. Damit kenne ich mich nicht aus. Ich kann nichts Spannendes entdecken. Die Pflanze sieht nicht allzu glücklich aus. Aber wie gesagt, ich kenne mich weder mit Botanik noch der Psyche von Pflanzen aus. Dort geht es in den Flügel mit den Gästezimmern. Früher dürften das die Zellen der Insassen des Sanatoriums gewesen sein. Dieser Murray sitzt da hinter seinem Tresen und denkt gar nicht daran, mir den Schlüssel für Angelinas Zimmer zu geben. Ich muss ihn irgendwie ablenken. Was können Sie mir über den Ort sagen? Willow Creek? Das ist das Nest, in dem ich geboren bin. Genau wie alle anderen, die Sie hier in der Gegend sehen werden. Niemand zieht hierher. Entweder man ist hier geboren und bleibt hier, oder man ist hier geboren und zieht weg. Die jungen Leute hält es nicht hier. Sie wollen in die Stadt. Der Ort stirbt aus. Gibt's hier was Besonderes zu sehen? Das Museum natürlich. Ich war maßgeblich daran beteiligt, es aufzubauen. Es steht sogar auf meinem Grund und Boden, den ich, naja, für eine kleine angemessene Miete verpachtet habe. Gehen Sie ins Dorf, Sie werden es nicht übersehen. Nachdem die Touristen ausblieben, haben wir es eingerichtet. Die Leute wollen schließlich etwas geboten bekommen. Erst letztes Jahr haben wir den hinteren Teil des Museums umgestaltet. Hat jetzt viel mehr Pep, war meine Idee. Die anderen Leute im Dorf haben keine Ahnung vom Geschäft. So? Man muss Geld investieren, um Geld zu machen. Und mit ein paar langweiligen Tontöpfen und Teppichen kann man keine Touristen anlocken. Stimmt's? Und womit kann man Touristen anlocken? Mit einer Show. Man muss ihnen etwas bieten. Wir haben hier 5 grausige Morde, eine alte Familie voller Wahnsinniger, einen dunklen Fluch. Daraus muss doch Kapital zu schlagen sein. Scheint bisher nicht sonderlich gut funktioniert zu haben. Leider, leider. Viele haben nicht mitgezogen, meinten, man solle die Toten ruhen lassen. So wird das dann natürlich auch nichts. Natürlich nicht. In den ersten Jahren nach den Morden sah es noch ganz gut aus. Die Zeitungen haben viel über unsere Morde berichtet. Massig kostenlose Publicity. Von überall her kamen sie, ganze Busse. Aber dann, naja, irgendwann war der Hype vorbei. Wie tragisch. Vielleicht sollten in jeder Saison ein paar Leute umgebracht werden. Dann haben sie auch wieder mehr Presse. Ja, ja, ihnen kann es ja auch egal sein. Sie haben nicht ihre ganzen Ersparnisse investiert. Aber am Ende lache ich. Es wird wieder aufwärts gehen mit diesem Ort. Was war das früher hier für ein Gebäude, sagten Sie? Das alte Ashbury-Sanatorium. Das legendäre, das grausige, das unfassbare Sanatorium des wahnsinnigen Robert Gordon. Aha. Sir Robert war der Onkel väterlicherseits von Samuel Gordon. Er lebte im Schloss und war, natürlich wie alle Gordons, komplett verrückt. Er hat hier im Sanatorium Experimente mit den Insassen gemacht.
verbotene Experimente. Schreckliche Experimente. Und das hat niemand mitbekommen? Er hat es meistens nachts getan. Allein. Er hatte nur einen Komplizen im Dorf, Dr. Herman. Beide wurden ermordet, bevor sie bei ihren Machenschaften erwischt wurden. Aber seit ihrem Tod geschehen seltsame Dinge. Leute wollen geisterhafte Erscheinungen in den Fluren hier gesehen haben und Geräusche, die aus der Erde kommen. Schon klar. Und das steht vermutlich groß vorne auf Ihrem Werbeflyer, oder? Ein paar Geister wären sicherlich gut fürs Geschäft. Nur schade, dass das völliger Blödsinn ist. Was ist das für ein Schloss da draußen auf dem Hügel? Das ist das berühmte Schloss Black Mirror, Stammsitz der Familie Gordon. Es gibt nur wenige Gemäuer hier, die eine ähnlich faszinierende und blutrünstige Geschichte haben. Wieso? Was ist dort passiert? Was nicht, müsste man fragen. Alle nur erdenklichen Abscheulichkeiten. Mord, Folter, Hexenverbrennung, dunkle Rituale, Teufelsanbetungen. Alles. Ja, sicher. Und das erzählen Sie nicht nur den Touristen, um die Ecke hier interessanter zu machen. Hey, naja, ganz so schlimm ist es dort vielleicht nicht. Aber es stimmt schon, was die Leute sagen. Das Schloss ist verflucht. So viel ist sicher. Verflucht? Schauen Sie sich doch nur die Gordons an. Eine uralte Familie, die jetzt aussterben wird. Ein Schicksalsschlag folgt auf den nächsten. Allein die letzten Ereignisse. Vor gut 25 Jahren brannte es im Schloss und Master Samuel verlor seine junge Ehefrau in den Flammen. Vor 12 Jahren dann der Selbstmord des alten Gordon, ist vom Turm des Schlosses gesprungen. Danach der Mord an Robert und Samuels Selbstmord. Die letzte Überlebende Gordon ist Lady Victoria. Sie ist schon an die 90 und wenn sie stirbt, wird mit ihr eine der ältesten Familien Englands verschwunden sein. Klingt nach Pech, aber nicht unbedingt nach einem Fluch. Doch, das Schloss ist verflucht. Es macht die Leute wahnsinnig. Wie erklären Sie sich sonst, dass ein Gordon nach dem anderen durchdreht? Einige Geisteskrankheiten sind erblich. Und wenn es eine alte Adelsfamilie ist, könnte auch Inzest eine Rolle spielen. Ja. Oder natürliche Radioaktivität oder vergiftetes Grundwasser. Das ist doch alles an den Haaren herbeigezogen. Es ist ein Fluch. Jeder weiß das. Was soll das sein? Ein Seelenschlüssel? Das sind mächtige, magische Artefakte. Nach den Morden von vor 12 Jahren hat die Polizei Aufzeichnungen im Schloss sichergestellt. Darunter befanden sich auch Bilder von diesen Seelenschlüsseln. Samuel Gordon muss geradezu besessen davon gewesen sein. Die Polizei glaubt, dass Samuel mehrere davon in seinen Besitz gebracht hat. Vielleicht wurde ihm vom Teufel persönlich der Auftrag dazu erteilt. Vielleicht. Fest steht, dass er dafür gemordet hat und dass die Schlüssel, sofern sie jemals existiert haben, mit seinem Selbstmord verschwunden sind. Und was hat es mit diesem Plastikmüll auf sich? Das ist kein Müll. Wissen Sie, wie teuer es war, Tausende davon produzieren und hierher verschiffen zu lassen? Es hat mich ein Vermögen gekostet. Tausende? Wie viele haben Sie verkauft? Sagen wir so, ich muss in nächster Zeit nicht nachbestellen. Dabei sind sie großartig. Sie leuchten sogar, wenn man eine Batterie reintut. Großartig. Was können Sie mir sonst noch über Angelina erzählen? Weiß nicht. Nettes Mädchen. Schien viel unterwegs zu sein. War immer mal für ein paar Stunden weg, ging dann wieder in ihr Zimmer, ging wieder weg. Ist Ihnen irgendetwas aufgefallen? War sie nervös? Ängstlich? Nein, eigentlich nicht. Sie schien etwas gestresst zu sein, angespannt und immer in Eile. So sind die jungen Leute eben. Haben Sie die Polizei gerufen, nachdem sie gestern Abend nicht wiedergekommen ist? Ach was, warum denn? Sie hat im Voraus bezahlt. Alles in Ordnung. Oh ja, alles wunderbar. Sie liegt vielleicht verblutend im Wald oder ist in der Hand von gewalttätigen Entführern. Aber sie hat ja im Voraus bezahlt. Ganz ruhig, ihr wird schon nichts passiert sein. Seit 12 Jahren ist hier absolut tote Hose. Leider. Könnten Sie mir nicht doch vielleicht Angelinas Zimmerschlüssel geben? Wenn Sie mir das Hotel abkaufen und ich mich zur Ruhe setzen kann, können wir darüber reden. Und wenn ich $50 auf dem Tresen vergesse?
Schauen Sie sich dann draußen bei Tageslicht die hübschen Bilder auf den Schein an? Junger Mann, dies ist ein Qualitätshotel. Ich kann und werde es nicht zulassen, dass sein Ruf beschädigt wird. Es würde doch niemand bemerken. Hier ist keine Menschenseele. Ich bin nicht bestechlich und damit basta. Danke für das Gespräch, Mary. Aber gerne doch. Na gut, dann gehen wir mal zu den Zimmern. Raum 13. Das ist Angelinas Zimmer. Und das ist mein Zimmer. Die Nummer 12. Ich werde erst einmal diesen Rucksack loswerden. Und dann muss ich irgendwie in Angelinas Zimmer kommen. Gleich viel besser. Dort geht es zurück zur Eingangshalle des Hotels. Seltsam. Die Wand sieht nicht so aus, als gehöre sie hierhin. Sieht provisorisch aus. Dahinter ist es ziemlich dunkel. Es sieht so aus, als sei der Gang dort einfach noch nicht renoviert worden. Ich würde mal behaupten, diese Wand wurde nur hochgezogen, um die Gäste im vorderen Teil des Hotels nicht zu stören, während hinten noch renoviert wird. Vielleicht ist Mary dann das Geld ausgegangen oder er hat eingesehen, dass er nicht mehr Zimmer braucht. Auf jeden Fall wurde die Renovierung nicht beendet. Nein, ich glaube nicht, dass dahinter etwas Interessantes auf mich wartet. Das ist mein Zimmer. Wie alle Zimmer hier eine umgebaute Zelle. Es wirkt nicht sehr freundlich und alles ist etwas ungepflegt. Abgesehen vom Preis ist hier nichts First Class. Solange ich Angelina nicht gefunden habe, werde ich mir kein Nickerchen gönnen. Angelinas Zimmer ist abgeschlossen. Ich muss irgendwie an den Schlüssel kommen. Mal sehen. Einige Krimis, Gedichtbände, Märchenbücher, Gruselgeschichten. Genau das Richtige für einen entspannten Abend im Hotel. Leider werde ich den nicht haben. Also er meint zwar, dass das hier nicht First Class aussieht, aber ich finde im Gegensatz zu dem, wie es früher hier aussah, sieht es wirklich schon hübsch und gemütlich aus. Eine Menge guter Bücher. Aber ich weiß nicht, wie sie mir bei der Suche nach Angelina helfen sollen. Eine Menge guter Bücher. Eine hölzerne Uhr mit Glasabdeckung und einigen Schnitzereien. Hä? Was ist das? Die Uhr ist nur ein Imitat. Sie kann nicht aufgezogen werden. Vermutlich eine billige elektronische Uhr mit Batterien. Ein normales Buttermesser. Zum Glück noch unbenutzt, sonst hätte ich es wohl kaum eingesteckt. Ich möchte Batterien haben. Ja, so geht es. Ich hab sie. 2,5 Volt Batterien. Auf dem Glastisch liegt eine Zeitung. Vielleicht ein Service für die Gäste. Oh, nein, doch nicht. Die Zeitung ist schon mehrere Wochen alt. Vermutlich ist hier so wenig los, dass Murray nur selten hier hinten ist, um aufzuräumen. Nichts ist älter als die Zeitung von gestern. Aber ich muss sie ja auch nicht lesen. Ich glaube, ich nehme nur ein paar Seiten. Die Idee ist wohl, dass man sich in diese Sessel setzt, eines der Bücher dort drüben liest und dabei gemütlich eine Pfeife oder Zigarre raucht. Dem Aschenbecher nach zu urteilen, ist das schon lange nicht mehr passiert. Er ist blitzsauber. Nur eine Schachtel Streichhölzer liegt drin.
Allardyce-Streichhölzer. Es klingt, als wären nur noch ein paar drin. Eine Karte der Gegend um den Ort Willow Creek. Es ist eingezeichnet, wo vor 12 Jahren die Morde stattgefunden haben. Solange ich überhaupt keine Spur habe, sollte ich mich lieber erst einmal hier umsehen. Hier war sie auf jeden Fall, im Dorf vielleicht nicht. Der Haufen liegt noch nicht lange hier. Die Blätter außen sind klatschnass, aber etwas weiter innen sehen sie trockener aus. Der Regen hat also noch nicht alles durchnässt. Ich glaube, ich werde mal versuchen, ein kleines Feuerchen zu machen. Pyromane und so. Eine Zeitung. Von der Aufmachung her würde ich sagen, eine halbwegs seriöse Lokalzeitung. Trotzdem dürfte sich eine Lektüre nicht lohnen. Eine Straftat mehr oder weniger. Ist jetzt auch egal. Ich habe das zerknüllte Zeitungspapier in die Mitte zu den nicht so nassen Blättern gesteckt. Eine Streichholzschachtel der Marke Allardyce. Ein paar Streichhölzer sind noch drin. Das Zeitungspapier brennt. Die Blätter in der Nähe kokeln vor sich hin. Richtig brennen werden sie wohl nicht, dazu sind sie zu feucht. Mary, da draußen raucht es. Ich hoffe, uns brennt nicht das Hotel überm Kopf ab. Vermaledeit! Oh! Solange Mary draußen das Feuer löscht, kann ich Angelinas Schlüssel unbemerkt mitnehmen. Ja, noch langsamer. Meine Güte. Das hätten wir. Der Schlüssel für Zimmer Nummer 13. Hoffentlich finde ich in Angelinas Zimmer Hinweise auf ihren Verbleib. Diese verdammten Belger haben keine Ahnung, wie gefährlich das ist. Man sollte... Ja, wirklich schlimm, die Jugend. Das ist Angelinas Zimmerschlüssel mit der Nummer 13. Sieht genau wie meiner aus. Auf geht's. Hinweise auf Angelinas Verbleib finden. Hoffentlich finde ich in Angelinas Zimmer Hinweise auf ihren Verbleib. Vielleicht hat sie Hinweise hinterlassen? Ein neuer Tag in Biddeford. Es heißt, man soll vorsichtig mit dem sein, was man sich wünscht, denn es könnte in Erfüllung gehen. Aber soll ich traurig über Fullers Tod sein? Vermutlich hat er nur bekommen, was er verdient hat. Das Problem ist nur, die Polizei verdächtigt Angelina. Als hätte sie einen Grund. Als könnte sie so etwas tun. Ich hatte einen Grund und trotzdem war ich zu so etwas nicht in der Lage. Ich muss Angelinas Unschuld beweisen, ich muss. Sie wurde in eine Falle gelockt, vermutlich von ihrem mysteriösen Verfolger. Hat er Fuller ermordet? Oder hat der Mord mit der Erpressung zu tun? Wahrscheinlich Letzteres. Ich habe die Beweise. Fuller hat Mrs. Biber erpresst und vermutlich auch die anderen Frauen auf den Fotos. Die halbe Stadt hatte ein Motiv, das Schwein zu schlachten.
Nur Angelina nicht. Das muss die Bullen überzeugen. Es ist unfassbar. Angelinas Verfolger hat sich als Reginald Boris vorgestellt und behauptet, auch Angelina sei von Fuller erpresst worden. Als Beweis legte er Fotos von mir vor. Meine Fotos. Warum will er ihr den Mord anhängen? Wegen ihm sitzt Angelina weiter im Knast. Welches Spiel spielt dieser Reginald Boris? Wer ist er? Was will er von Angelina? Dieser Baum. Das Symbol war auf dem Ring, den ich auf Reginalds Schiff gefunden habe. Und es gibt schon wieder Hinweise auf dieses Willow Creek. Kommt er aus dem Ort, in dem Mutter gearbeitet hat? Dieser Reginald kannte meinen Namen und wollte eine kleine Reise mit mir machen. Weil ich Angelina geholfen habe? Oder geht es am Ende gar nicht um sie? Angelina in Willow Creek. Angelina will fort von hier. Wer könnte es ihr verübeln? Aber es fällt mir schwer, sie gehen zu lassen. Alles in mir schreit danach, sie festzuhalten. Oder noch besser, mit ihr zu gehen. Angelina will sich für mich in Willow Creek umsehen. Vielleicht kann Mom mir bald erzählen, was es damit auf sich hat. Vielleicht. Der Doktor meint, es könnte ihr schon bald besser gehen. Was er nicht sagt, es könnte auch schlechter werden. Mom ist tot. Ganz plötzlich hat sie aufgegeben. Die Ärzte haben sie gehen lassen. Ich hatte nicht mehr damit gerechnet, aber ein echter Schock ist das auch nicht. Ich wünschte, es wäre anders. Aber wie im Leben fühle ich mich ihr auch im Tode nicht so nah, wie sie es verdient hätte. Sie hätte einen Sohn verdient, der an ihrem Grab bittere Tränen weint. Doch meine Gedanken sind nicht bei ihr. Sie sind am anderen Ende der Welt. Willow Creek. Sie ist in Gefahr, weil sie mir helfen wollte. Warum habe ich sie da hineingezogen? Warum habe ich sie gehen lassen? Ich könnte es mir nicht verzeihen, wenn ihr... Ich werde sie finden. Auf Reginald Boris' Ring ist... Ring vor allem. Ring ist ein verschnörkelter Baum eingraviert. Könnte ein Siegel sein. Vielleicht ist es das Zeichen irgendeiner Firma oder eine Gruppe? Willow Creek ist auf dem absteigenden Ast. Die Mordserie vor 12 Jahren hat die Sensationslust der Leute geweckt und für einen kurzen Boom gesorgt. Umso heftiger wird nun der Absturz sein, wenn die Touristen wegbleiben. Die Gordons herrschen seit Jahrhunderten über diese Gegend. Aber damit dürfte es bald vorbei sein. Vermutlich kein großer Verlust. Zumindest die letzte Generation bestand aus Psychokillern, sadistischen Ärzten und was weiß ich nicht. Okay. Entschuldigung, ich habe das lange nicht mehr vorgelesen. Dann schauen wir uns jetzt mal um. Ich habe die Tür offen gelassen. So habe ich etwas Licht und kann hören, wenn Mary in den Gang kommt. Tja, nichts Besonderes. Ein typisches Hotelbadezimmer, wie man es überall auf der Welt finden kann. Mal sehen. Einige Kleiderhaken, eine Kleiderstange, einige Schubfächer. Alles leer und blitzblank. Eine dicke, schwere und sehr altmodische Überdecke. An den Rändern sind überall Wollfäden befestigt. Die Decke stecke ich nicht ein, aber so einen Wollfaden kann ich als Andenken mitnehmen. Wäre ja nicht das erste Mal, dass mir sowas weiterhilft. Okay. Das Bett sieht altmodisch, aber nicht unbequem aus. Die Vorstellung, sich ein paar Stunden hinzulegen, ist verlockend. Ich bin seit über 24 Stunden auf den Beinen. Aber ja. Bis ich Angelina gefunden habe, werde ich mir keine Pause gönnen. Das Bett steht etwas schief, als wäre es verschoben worden. Vielleicht wurde etwas darunter versteckt.
Na sowas. Unter dem Bett wurde der Teppich aufgerissen. Und da scheint eine Art Metallabdeckung zu sein. Das sollte ich mir mal genauer ansehen. Da ist das Ding. Eine Art runder Metalldeckel. Er war unter dem Teppich verborgen. Okay, irgendwelche komischen Mechanismen. Eine runde Metallplatte, etwa 50 cm im Durchmesser. Vielleicht aus Kupfer? Ich kann nicht sagen, wie dick sie ist, aber sie macht einen massiven und schweren Eindruck. Auf der Platte gibt es 5 Ringe. Sie lassen sich drehen. Auf jedem Ring sind einige Tiersymbole eingraviert. Und in der Mitte der Abdeckung gibt es einen Griff. Sie sitzt bombenfest. Keine Chance. Ich muss vermutlich die richtige Kombination einstellen. Aber die weiß ich nicht und es gibt zigtausend Möglichkeiten. Schacht öffnen. Diese Abdeckung in Angelinas Zimmer lässt sich nicht öffnen. Ich vermute, dass man eine Art Code einstellen muss. Nur habe ich leider nicht den geringsten Hinweis, wie der lauten könnte. Ein dickwandiges, aber relativ flaches Glas. Normalerweise trinkt man hochprozentiges aus solchen Gläsern. Hier liegen einige Bögen Schreibpapier. Ob Angelina sich Notizen zu ihren Ermittlungen gemacht hat? Das Papier sieht völlig unbenutzt aus. Da werde ich nichts finden. Interessant. Mehrere aufgeschnittene Zitronen und in einer steckt ein Holzspan. Die Zitronen hat sie nicht gegessen, so viel steht fest. Zitronen und ein Holzspan. Also irgendwoher kenne ich das. Ja, vielleicht hat sie irgendwie so eine Nachricht mit Zitronensäure geschrieben, aber ja, erstmal abwarten. Ein Schränkchen. Sieht nach einer Antiquität aus. Und darin steht? Aha, ein Schlafmittel. Ob das Angelinas ist? Vielleicht hatte sie Albträume von dieser ganzen Geschichte. In was habe ich sie da bloß hineingezogen? Ein ganz normaler Röhrenfernseher. Wie ihn jeder zu Hause hat. Soll ich mich vor den Fernseher setzen und warten, bis ich eine geisterhafte Botschaft von Angelina im Rauschen sehe? Lieber nicht. Ein weiß lackierter Rippenheizkörper. Die Heizung ist lauwarm. Ich sehe nichts, was von Belang sein könnte. Nanu, ein Bild von ihr. Was ist das? Eins der Bilder, die ich von Angelina gemacht habe. Das muss ein Hinweis für mich sein. Tatsächlich. Auf der Rückseite des Bildes befinden sich einige weiße Zettel. Seltsam. Es sind 2 Bögen Schreibpapier, 2-mal gefaltet. Aber es steht nichts drauf. Entweder es ist eine Geheimbotschaft, geschrieben mit unsichtbarer Tinte, oder die leeren Zettel an sich sollen ein Hinweis sein. In dem Fall wüsste ich aber nicht, worauf. Ja, ich tippe eher auf Ersteres. Warte mal, wie geht das mit Streichhölzern? Mal sehen. Da! Eine schwarze Schrift wird sichtbar. Ja, natürlich!
Ein ganz alter Trick. Angelina muss Zitronensäure zum Schreiben benutzt haben. Die Hitze lässt die durchsichtige Säure schwarz werden. Au! Ah, verdammt! Das Streichholz ist abgebrannt und bisher ist nur eine kleine Ecke des Textes sichtbar geworden. Ich versuche mir mal eine Kerze zu bauen. Alkohol. Ich lege den Faden ins Glas. Damit wird es zu einem Wollfaden in einem Whiskyglas. Geht das jetzt oder brauche ich noch? Ach, ich glaube, ich muss Alkohol zugeben. Ausgezeichnet. Der Wollfaden saugt den Alkohol auf und dient als Docht. Damit habe ich sowas wie die älteste künstliche Lichtquelle der Welt neu erfunden. Hervorragend. Mein kleines Feuer brennt. Das funktionierte auch schon vor 10.000 Jahren. Aber was fange ich nun damit an? So, mal sehen. Ah, endlich. Das ist Angelinas Nachricht. Sonntag, 16 Uhr. Ich weiß nicht, was das Besondere an Willow Creek sein soll. Alles wirkt verlassen, arm und einsam. Hoffentlich muss ich Darren nicht enttäuschen. Er hat mir so geholfen. Und nun hoffe ich wirklich sehr, dass ich auch ihm helfen kann. Sonntag, 21 Uhr. Murray, der Portier, ist ein verflixtes Schlitzohr. Er hat mir für jede kleine Information Geld aus der Tasche gezogen. Das mache ich nicht nochmal mit. Morgen gehe ich zur Bibliothek. Ein Stadtmuseum soll es auch geben. Vielleicht finde ich da etwas über Darrens Schloss. Montag, 11 Uhr. Black Mirror wurde im 14. Jahrhundert von den Brüdern Marcus und Mordred Gordon erbaut. Die Brüder zerstritten sich und führten sogar Krieg gegeneinander. Bis heute leben Nachfahren dieser Gordon-Linie auf Black Mirror Castle. Doch sie werden bald aussterben. Der letzte junge Gordon starb vor 12 Jahren durch Freitod. Montag, 14 Uhr. Ich habe etwas über dieses Baumsymbol, das Darren auf Reginald Boris Ring entdeckt hat, herausgefunden. Das Symbol wird in der Chronik der Familie Gordon erwähnt. Auch in der Bibliothek bin ich darüber gestolpert. Das Symbol steht für einen Geheimbund, eine Art Sekte, die irgendwelche dunklen Mächte beschwören will und dafür über Leichen geht. Was, wenn Boris einer von denen ist? Montag, 16 Uhr. Im Pub habe ich erfahren, dass die Leute im Dorf glauben, über dem Schloss Black Mirror und den Gordons läge ein Fluch. Vielleicht ändere ich das Thema meiner Diplomarbeit. Ich würde viel lieber über verfluchte Schlösser schreiben. Der gute Professor Hubbard wird von der Idee nicht gerade begeistert sein. Montag, 21 Uhr. Er ist hier. Reginald Boris ist hier in Willow Creek. Ich habe ihn eben gesehen, wie er ums Hotel geschlichen ist. Was mache ich nur? Ist er wegen mir hier? Ausgerechnet jetzt, wo ich den Gang untersuchen will. Ich lasse mich davon nicht abhalten. Aber ich werde eine Versicherung abschicken. Oh Mann. Reginald Boris. Angelina hat Nachforschungen angestellt und Boris hat sie dabei erwischt. Jetzt hält er sie gefangen und will er mich herlocken? In Maine wollte er mit mir auf eine Reise gehen. Geht es hier um mich? Was immer der Grund für all das hier ist. Angelina hat damit nichts zu tun. Sie ist in Gefahr geraten, weil sie mir helfen wollte. Es ist meine Schuld, wenn ihr etwas zustößt. Ich sollte ins Dorf und mich da umhören. Angelina war dort. Aber ich muss vorsichtig sein. Ich weiß nicht, wer zu diesem Orden gehört, vor dem mich Angelina gewarnt hat. Oh Mann, okay.
Momentan wüsste ich nichts, was ich Mary fragen könnte. Dann auf nach Willow Creek. Ha! Das kennt man ja schon. Was meinen Sie? Eine junge, hübsche Dame trägt einige Bücher durch die Gegend und verliert sie vor den Füßen des Helden. Nun, ich bin Bibliothekarin hier. Es hat also seine Richtigkeit, dass ich hier Bücher durch die Gegend trage. Jung? Hübsch? Ja, das lasse ich gelten. Aber wieso glauben Sie, Sie seien ein Held? Sie sind Bibliothekarin? Dann können Sie mir doch bestimmt Wissenswertes über diesen Ort erzählen, Miss... Valley, Sie sind Amerikaner? Darren Michaels. Hört man es so deutlich? Oh ja. Lassen Sie mich überlegen. Ihr Akzent ist nicht rotig. Das heißt, Sie sprechen das Phonem R nicht am Ende einer Silbe oder vor anderen Konsonanten. Und Sie sprechen das A sehr breit. Das ist der berühmte Bostoner Akzent. Erstaunlich. Ich komme wirklich aus Boston. Ich habe mein halbes Leben in Büchern verbracht. Da bleibt so einiges hängen. Dann können Sie einem Yankee bestimmt etwas über Willow Creek erzählen. Was wollen Sie wissen? Was gibt es Wissenswertes über Willow Creek zu berichten? Nicht viel. Vor gut 1000 Jahren muss es die erste Siedlung gegeben haben. Es gibt Fundstücke aus dieser Zeit. Einen Steinkreis im Wald, wie ich gehört habe. Ja, den gibt es. Richtig los ging es hier aber erst im 13. Jahrhundert. Damals wurde ein Kloster hier in der Nähe gebaut. Außerdem eine Kirche und die ersten Teile des Schlosses. Und in jüngerer Zeit? Sie sprechen von den Morden. Das ist jetzt 12 Jahre her. Lassen Sie uns nicht davon sprechen. Das ist der obligatorische Dorfpub. War nie ein toller Laden. Aber seit der alte Besitzer fort ist, geht es steil bergab. Der neue Besitzer ist Tom, der Kerl da im Chili-Stand. Der Jahrmarkt ist noch ein paar Tage hier. Und ich würde nicht darauf wetten, dass er nochmal zurückkommt. Oh, der alte Pappbesitzer ist nicht mehr da. Und Tom war doch sein Stammgast. Ich wohne im Gordon's Palace Hotel. Ja? Lassen Sie sich vom alten Murray übers Ohr hauen? Das Gebäude soll ja eine fürchterliche Vergangenheit haben. Allerdings. Es scheint, als hätten alle männlichen Gordons nicht alle Tassen im Schrank. Der Fluch der Gordons. Bitte sagen Sie mir, dass Sie nicht an diesen Blödsinn glauben. Früher habe ich es nicht. Bei euch Engländern schert man sich zu sehr um Geistergeschichten. Da hinten am Rathaus ist mein kleines Reich, die Bibliothek. Vielleicht, weil hier sonst so wenig los ist, gibt es hier in der Gegend etliche Leute, die viel und gerne lesen. Oh, leider häufig die falschen Dinge. Trivialliteratur und billigster Schund sind angesagt. Das Schloss in der Nähe ist das berühmte Black Mirror Castle? So ist es. Die Bewohner haben das Schicksal dieser Gegend über hunderte von Jahren beeinflusst. Mal positiv, mal negativ. Wie meinen Sie das? Die ganze Gegend hier gehört den Gordons. Früher wurde im Schloss entschieden, was im Dorf zu passieren hat und was nicht. Und wer lebt heute im Schloss? Lady Victoria Gordon, die letzte der Gordons. Ihr alter Butler Bates und die Witwe ihres verstorbenen Bruders, Lady Eleanor. Es gibt, glaube ich, auch noch ein paar Bedienstete. Das ist das Museum. Wenn Sie mehr über Willow Creek wissen wollen, sind Sie da gut aufgehoben. Zumindest im vorderen Teil. Was ist im hinteren? Der neu eröffnete Sensationsteil. Billige Effekthascherei.
Gruseln und Aufgeilen am Leid anderer. Was ist mit dem Sensationsteil? Was passt Ihnen daran nicht? Es geht nicht um Aufklärung, nicht um Wissen. Es geht um die Zurschaustellung von Blut und Qualen. Ich fürchte, das interessiert die Leute. Weil sie gaffen wollen. Das sind dieselben Leute, die bei einem Unfall lieber fotografieren, als zu helfen. Sie scheren sich nicht um die Schicksale, die hinter dem Spektakel stecken. Ja, da hat sie recht. Das ist echt schlimm, sowas. Aber die Menschen sind nicht perfekt. Tatsächlich könnte man sagen, dass gerade das Menschlichkeit ist, weil, ja, der Mensch neigt zu grausamem Verhalten. Können Sie mit dem Symbol eines Baumes, dessen Wurzeln in die Äste übergreifen, etwas anfangen? Woher kennen Sie das? Sie wissen was darüber? Sie sollten das schleunigst wieder vergessen. Ich bin in Maine darüber gestolpert und würde nun gerne wissen... Maine? Sie sagten doch Boston. Ich habe noch etwas zu erledigen. Einen schönen Tag noch. Miss Valley, hören Sie! Okay. Weg ist sie. Was sollte das denn? Willow Creek Museum. Das Schild haben sich die Einwohner sicher was kosten lassen. Ein großes Fass. Darin soll sich wohl das Regenwasser sammeln. Obwohl es hier ständig regnet, ist das Fass so gut wie leer. Scheint wohl irgendwo undicht zu sein. Obwohl es hier scheint wohl irgendwo und. Die Straße führt vom Dorfplatz weg Richtung Hotel. Das Museum sieht recht gepflegt aus. Es macht von allen Gebäuden hier im Ort den ordentlichsten und einladendsten Eindruck. Kein Wunder. Mit seinem Erfolg stehen und fallen die Einnahmen der örtlichen Wirtschaft. Dann gehen wir mal rein. Erst dieser vermeintlich günstige Flug und dann liegt der Flughafen am Arsch der Welt. Die Taxifahrt hierher war teurer, als wenn wir einen Privatjet gemietet hätten. Jetzt reg dich doch mal ab, Albert. Ach, und dann ist der Reiseführer von deiner Freundin auch noch total veraltet. Du warst doch froh, dass wir keinen kaufen mussten. Dass sich hier in ein paar Jahren so viel verändert, konnte ja keiner ahnen. Ja, lass mich einfach in Ruhe, okay? Okay, Touristengespräche. Die Tür ist ziemlich schwer und gut gesichert, als würden sie hier die Kronjuwelen ausstellen. Ein Fass, wie sie hier überall im Dorf stehen. Vermutlich gab es hier früher eine blühende Fassindustrie. Ein alter gusseiserner Ofen. Ob der zur Ausstellung gehört? Ich wage das zu bezweifeln. Erinnert mich an den Kachelofen meiner Mom. Hab mich immer wohlgefühlt, wenn es draußen kalt war und das Holz im Ofen knisterte. Warum hier ein Globus steht, verstehe ich nicht. Ich wette, die meisten Leute haben hier noch nicht einmal das Nachbardorf gesehen, geschweige denn die ganze Welt. Ja, eine kaputte Vitrine. Natürlich nichts drin. Ja, eine kaputte... Natürlich nichts drin. Und hier sehen Sie die weltberühmten Milchkannen. Aus Willow Creek. Eine Schatzkiste. Ich habe einen Schatz gefunden. Jetzt bin ich reich. Das ist nur eine blöde, leere Kiste. Er kann sich aber auch für nichts begeistern. Sieht aus wie eine Mischung aus römischem Streitwagen und Rasenmäher. Ich studiere Physik, nicht Landwirtschaft. Keine Ahnung, was das ist. Eddie hätte seine Freude an diesem Regal. Es gibt hier normale Teller, bemalte Teller, verzierte Teller und Gläser mit Erde? Mehr möchte ich auch eigentlich gar nicht wissen.
Ein altes Telefon, wie es zu Beginn dieses Jahrhunderts in Europa benutzt wurde. In Willow Creek wohl eher zum Ende hin. Ein Bild von einer Scheune im Nebel. Ich glaube, in diesem Nest hier scheint nie die Sonne. Das gehört nicht zur Ausstellung, denke ich. Putzmittel, ein Wischmopp, Besen, Lappen, Seife, Glasreiniger. Was soll ich damit? Was steht hier? Die Totenglocke aus der Kirche von Warmhill. Vermutlich gibt's die Kirche nicht mehr, sonst würde die Glocke hier nicht stehen. Kann sein. Ich bin mir nicht sicher, ob dieser Stuhl für erschöpfte oder wissenshungrige Besucher sein soll. Stabil ist er jedenfalls nicht. Eine uralte Nähmaschine. Damit haben sie bestimmt die Vorhänge hier genäht und das Ding dann gleich stehen lassen. Touristen. Hinter dem Vorhang ist der Sensationsteil des Museums. Entschuldigung, ich bin gerade erst in Willow Creek angekommen. Haben Sie ein paar Tipps für mich? Gibt es was Sehenswertes? Sind Sie etwa auch Tourist? Ja, könnte man so sagen. Naja, wir wollten uns heute eigentlich das berüchtigte Sanatorium ansehen. Aber irgendein Freak hat da ein Hotel draus gemacht und der Typ am Empfang hat auch gleich versucht, uns irgendwelchen billigen Tourischund anzudrehen. Als ob wir sensationsgeil wären. Genau, Albert. Und dann hat er noch erzählt, dass im Schloss immer noch der Geist dieses Samuel Gordon spukt. Man soll ihn nachts an den Fenstern des verbrannten Flügels sehen können. Richtig unheimlich. Lächerlich. Auf jeden Fall sind wir dann hierher gekommen. Wir hatten uns aber etwas mehr von einem Gruselmuseum erhofft. Wir werden uns nachher noch das Schloss ansehen. Hoffentlich taugt wenigstens das was. Danke für die Information. Dann mal noch einen schönen Urlaub. Danke, ebenfalls. Ich wüsste nicht, was ich mit den beiden bereden sollte. Okay. Huch, was ist das? Ein Sekretär, ganz ohne Schieberätsel. Wohl ein altes Modell. Eine endlos lange Liste über die Geschichte von Willow Creek. Mal sehen. Die Unterwelt von Willow Creek. Der Ort Willow Creek wurde zu Zeiten der alten Römer gegründet. Schon damals trat der Fluss oft über die Ufer und machte die Umgebung zu einer Moorlandschaft. Einige Jahre nach der Grundsteinlegung wurde eine kleine Kanalisation errichtet, die das Problem für mehrere Jahrhunderte beseitigen konnte. Im Mittelalter war die Kanalisation schon weitgehend zerstört und vergessen. Doch Werner Gordon ließ im Jahre 1867 eine komplett neue Kanalisation errichten, um der wachsenden Anzahl an Überschwemmungen und damit einhergehenden Hungerkatastrophen Herr zu werden. Damit war es möglich, große Teile der Umgebung trockenzulegen und zu verhindern, dass der Fluss erneut über die Ufer treten konnte. Daneben ist noch so eine kleine Zeichnung, wo das Wasser umgeleitet wird, wenn es mal zu hoch ist. Und was ist das? Ah, einen alten Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg gibt es ja auch noch. Direkt mit der Kanalisation verbunden. Stelle ich mir ziemlich unangenehm vor. Die fasse ich nicht an, im Gegensatz zu den Horden Touristen vor mir. Die Bilder zeigen Bauern bei der Arbeit auf den Feldern. Ansonsten nichts Interessantes zu erkennen. Hinter dem Vorhang ist... Dann wollen wir mal gucken, was da so alles ist. Oh Gott. Okay. Das Fenster ist verschlossen und durch eine Alarmanlage gesichert. Das... Ein Häcksler? Was soll das denn? Häcksler aus dem Garten des Schlosses Black Mirror. Von wem stammen die geheimnisvollen Blutspuren im Inneren des Häckslers?
Welche grausamen Geschichten könnte dieses Gerät über seine ehemaligen Besitzer erzählen? In was für blutrünstigen Verbrechen spielte er eine einschneidende Rolle? Ein Mysterium, das vermutlich niemals geklärt werden wird. Schwachsinn. Ein Häcksler? Häcksler von welcher in Wein müsst... Schwachsinn. Oh nein. Ich wüsste nicht, was... Mann. Hier scheint es um einen Mord an einem Jungen zu gehen. Jüngstes Opfer der Mordserie wurde der erst 12 Jahre alte Vic V. Er wurde unweit des Dorfes an einem Steinkreis im Wald brutal ermordet. Hier sind einige Bilder des Steinkreises. Zeugenaussagen, ein Statement der Polizei, Zeitungsausschnitte. Wie es scheint, wurde damals zunächst ein Ritualmord vermutet. Heavy-Metal-Satanisten im Blutrausch. Okay. Der wahnsinnige Samuel Gordon ermordet den angesehenen Arzt Dr. Heinz Hermann in einem Blutrausch. Er enthauptet den beliebten Arzt in seinem Haus in der Nähe des Dorfes. Oh, wow, okay. Das ist, ja... Nicht sehr angenehm, aber gut. In der Vitrine liegt nur dieses große Buch. Was steht auf dem Schild? Familienchronik der Gordons. Das könnte interessant sein. Das Schloss für die Vitrine. Das Schloss für die Vitrine. Die Seite wird beherrscht vom Ordenszeichen. Ein wenig Text steht aber auch. Und deswegen soll unsere Bruderschaft allzeit im Geiste dieses großen Mannes wirken. Sie soll außerhalb der Kontrolle der Kirche, bar aller Konventionen und jenseits irdischer Gerichtsbarkeit dienen, verschrieben nur ihrem einen Ziel, auf das höhere Mächte sie richten mögen. Unsere größte Stärke liegt in der Geheimhaltung. Wir stehen in der Dunkelheit, in den Schatten und blicken ins Licht. Unsichtbar für jeden, der uns aufhalten könnte. Denn wenn niemand weiß, dass es uns gibt, können wir nicht gestoppt werden. Darum, meine Brüder, haltet euch an diese Regeln. Die Mitglieder des Ordens sollen sich nicht kennen. Nur der hohe Priester des Ordens soll jedes Mitglied mit Namen und Rang nennen können. Bei Treffen des Ordens soll ein jeder Bruder maskiert sein, auf dass niemand ihn erkennen möge. Kein Außenstehender darf je über den Orden informiert werden, sei es durch Absicht oder Unachtsamkeit. Seid wachsam, meine Brüder. Verhaltet euch unauffällig, doch seid wachsam. Früher als ihr denkt, wird der Tag kommen, an dem ihr euch beweisen müsst. Nicht sehr ergiebig. Ich weiß immer noch nicht, welche Ziele der Orden verfolgt. Aber es scheint ein einziges, großes Ziel zu geben. Es muss auf den Seiten vor dieser stehen. Irgendwie muss ich an die Chronik herankommen. Eine gemeine Verschwörung. Sehr interessant. In der Chronik der Gordons lesen. In der Chronik der Familie Gordon steht etwas über diesen Geheimbund. Wo, wenn nicht in einem alten Buch, sollte ich die Wahrheit über den Orden erfahren? Allerdings hindert mich die Vitrine daran, im Buch zu blättern. Angelinas geheime Botschaft. Reginald Boris ist in Willow Creek. Er muss Angelina gefolgt sein. Oder ist es ein Zufall? Er hat mit dieser Gruppe zu tun, die mit dem Baumsymbol
Und die wiederum haben irgendwas mit Willow Creek zu tun, zu schaffen. Vielleicht ist dieser Ort so etwas wie ihre Basis und ich habe Angelina in die Höhle des Löwen geschickt. Mutiges, dummes Mädchen. Sie hat sich nicht einfach ein wenig umgehört. Sie scheint tief gegraben zu haben. Sie ist ein Spürhund. Hoffentlich ist sie beim Schnüffeln nicht unvorsichtig geworden. Der Orden? Angelina warnt vor dem Orden. Sie hat herausgefunden, dass es eine Art Bruderschaft mit möglicherweise düsteren Zielen ist. Für mich klingt das plausibel. Die Bruderschaften und Maskenträger, die ich kenne, führen nichts Gutes im Schilde. Spätestens wenn die ersten Kreuze brennen, habe ich Gewissheit. Miss Valley weiß, was es mit dem Orden auf sich hat. Und ihrer heftigen Reaktion nachzuurteilen, ist es nichts Erfreuliches. In der Chronik der Gordons wird der Orden erwähnt. Wenn sie in einem solchen Buch steht, muss es sich um einen sehr alten und schon damals bedeutsamen Orden handeln. Leider muss ich das Buch zurückblättern, wenn ich mehr über diesen Orden erfahren möchte. Postkarten, Broschüren und Werbeprospekte aus Willow Creek. Hier ist ein Infoblatt von der Bibliothek. Schade, keine Öffnungszeiten. Und hier die Sehenswürdigkeiten der Umgebung. Das scheint nicht nur ein Museum zu sein, sondern auch die Touristeninformation. Aber nichts wirklich Interessantes dabei. Ein kleines buntes Röhrchen. Sieht aus wie ein Seifenblasenspiel. Das ist meins! Ja, klar. Ich wollte nur mal schauen. Oh, das ist Bobby aus dem ersten Teil. Das war ein Insasse von dem Sanatorium und jetzt ist er frei und arbeitet sogar. Das finde ich irgendwie schön. Ein Wächter. Er sieht ein wenig einfältig aus. Hi. Bist du hier die Aufsicht? Oh, hallo. Mein Name ist Bobby. Hallo Bobby. Ich bin Darren. Hi, Darren. Bist du hier die Aufsicht, Bobby? Ja, ich muss aufpassen, dass hier alles in Ordnung ist. Eine wichtige Aufgabe. Ja, Miss Pufft aus dem Rathaus hat mir den Job gegeben, weil ich so groß und stark bin. Klar, mit dir würde sich niemand anlegen, oder? Nein. Ich bin sehr glücklich, dass ich hier arbeiten darf. Tom sagt, ich bin zu dumm, aber ich mache meine Arbeit gut, sagt Mrs. Pufft. Tom vom Chili-Stand drüben? Das kann dir doch egal sein, was der sagt. Aber er ist mein Bruder. Er kümmert sich um mich. Und ich bin eine große Belastung, sagt er immer. Oh, gar nicht wahr. Was tut Tom denn für dich, dass du angeblich so eine große Belastung bist? Er tut viel. Ich darf bei ihm wohnen und im Pub helfen. Bezahlt er dich dafür? Nein, Tom hat nicht viel Geld. Er sagt, ich koste zu viel, weil ich zu viel esse. Aber jetzt gebe ich ihm das Geld, das ich hier verdiene. Dann ist es vielleicht nicht mehr so schlimm. Er nimmt dein ganzes Geld dafür, dass du bei ihm wohnen darfst? Das finde ich nicht fair. Ist schon okay. Das ist besser, als wenn ich wieder Dinge tun muss. Was für Dinge? Früher musste ich ihm manchmal helfen bei bösen Sachen. Mhm. Das mag ich nicht. Ich bin doch ein Wächter. Wächter dürfen nicht stehlen. Tom hat Dinge gestohlen und du musstest ihm dabei helfen? Oh, nein, nein, das habe ich nicht gesagt. Nein. Schon in Ordnung, Bobby. Ich habe nichts gehört. Danke, Darren. Oh, Bobby ist so niedlich. Was kannst du mir zum Museum erzählen? Ich finde es schön. Da hinten mag ich es aber nicht so. Da ist es gruselig. Kommen viele Leute hierher?
Ja, manchmal 5 oder 6 am Tag. Wurde hier schon mal eingebrochen? Nein, ich pass auf. Auch nachts? Nein, da gibt es eine Alarmanlage. Sag mal, Bobby, die Vitrine da hinten. Ist die schon lange kaputt? Ja, Darren. Seit 27 Tagen schon. Wie ist denn das passiert? Ich weiß es nicht. Eines Morgens war die auf einmal kaputt. Also ist jemand eingebrochen und hat den Inhalt gestohlen. Ja, das hatte ich schon ganz vergessen. Aber das ist nicht so schlimm, es war nur eine Kugel drin. Was denn für eine Kugel? Eine große schwarze. Danke für die Auskunft. Bitte, Darren. Wegen der schwarzen Kugel nochmal. Ja? War die Polizei denn da? Nein, die interessiert das nicht, sagt Mrs. Puff. Aha. Und wen interessiert es dann? Mrs. Valley, glaube ich. Sie hat sich das angesehen. Danke dir, Bobby. Dieses dicke Buch da in der Vitrine, die Chronik der Gordons, was kannst du mir dazu sagen? Darin steht alles über die Familie Gordon. Lady Victoria hat es dem Museum gegeben, aber es darf nur hier gezeigt werden, nicht hinten, wo es gruselig ist. Kann ich mir gut vorstellen, dass Lady Victoria ihre Familienchronik nicht in dieser Geisterbahn für Arme sehen will. Darf ich sie mir mal genauer ansehen? Ich darf sie nicht aus der Vitrine nehmen. Hast du denn einen Schlüssel dafür? Ja, Miss Puff vertraut mir. Ich habe Schlüssel für alles. Nur nicht für den Eingang. Und Mrs. Puff macht immer die Alarmanlage an. Wegen der Versicherung, sagt sie. Wird diese Chronik denn nie aus der Vitrine genommen? Vielleicht kann ich diese Mrs. Puff selber fragen. Nein, das Buch darf nicht rausgenommen werden. Lady Victoria hat es verboten. Sie sagt, es ist ein böses Buch. Also hast du zwar einen Schlüssel für die Vitrine, aber du darfst sie nicht öffnen. Genau. Gehört dir das schöne Seifenblasenspiel? Oh ja, ich mach gern Seifenblasen. Ich hab heute aber schon so viel gespielt, dass es leer ist. Vielleicht kann ich dir neues Seifenwasser besorgen. Nein, danke. Bald ist Feierabend und ich hab sowieso keine Lust. Ich hab zu großen Hunger. Warum das? Ich hab nichts gefrühstückt. Tom hat kein Brot gekauft. Wir haben kein Geld, weil der Pub schlecht läuft und jetzt auch noch der teure Stand. Aber ihr müsst doch trotzdem was essen. Tom isst nicht viel. Ein Bier ist genauso gut wie ein Brot, sagt er. Das möchte ich wetten. Wie wäre es, wenn ich dir etwas zu essen besorge? Oh, das wäre sehr nett, Darren. Mal sehen, was sich da machen lässt. Ich gehe dann mal. Man sieht sich. Bis bald, Darren. Oh, tschüss, Bobby. Aber wie es weitergeht, das seht ihr erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschö, mit euch.